Inspiration Musik, Folge 20. Herzlich willkommen zum Podcast Inspiration Musik von und mit Thomas Bernd. Ja, heute zu Gast in meiner Sendung Lisa Franken. Herzlich willkommen, Lisa. Danke. Du bist Cellistin und Pianistin. Ja, das ist richtig. Das sind zwei Instrumente, die ich professionell spiele. Genau, diplomiert mit etlichen Diplomen. Ich konnte sie nicht mehr zählen, aber es gibt einige davon. Hält sich im Rahmen. Also ich habe 3 für Cello genommen, 2 für Klavier. Also im Grunde ist es einfach die Hochschule, die absolviert ist, plus so ein extra Studiengang, Konzertausbildung für Leute, die halt Konzerte machen. Ja. Daraus kommt's. Geboren bist du ja 84 in, wie heißt denn der Ort? Otschonikidze, das ist der ganz alte Name von der Hauptstadt von Ossetien. Das ist eine kleine Republik von Russland, Teilrepublik, existiert immer noch. Und im Alter von 4 Jahren, da hat meine Familie eben Schluss gefasst, nach Moskau zu ziehen, wegen der musikalischen Ausbildung von mir und meiner Schwester damals auch, meiner älteren Schwester. Und danach verblieben wir dort, bis ich 14 wurde und danach sind wir wieder emigriert nach Deutschland. Ja, das heißt, deine Ausbildung fing ja relativ früh an. Ne? Du hast, glaube ich, mit 6 Jahren hast du diese Spezialmusikschule. Richtig, also im Grunde fing ich bereits mit 4 Jahren an. Dort gibt es sowas wie Vorschulklassen, die aber eine ganz professionelle Ausbildung erhalten, qua Spielen. Ja. Also im Grunde fing ich schon mit 4 Jahren an. Und da meine beiden Eltern Pianisten sind, da war der Anfang nur früher gelegt. Also meine Mutter sprach zumindest über 3 Jahre, wo ich schon die ersten Noten so las und irgendwie am Klavier saß und spielte. Und kannst dich da noch erinnern, war das jetzt eher so ein freiwilliger Prozess oder haben deine Eltern dir das mehr oder weniger nahegelegt? Nein, nicht ganz. Also ich meine nur, meine Mutter hatte immer Schüler zu Hause und dann setzte ich mich einmal ans Klavier und sie hat mir dann irgendwie die Noten erklärt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann auf einmal verstand, dass diese Kritzelchen auf dem Papier was bedeuten, dass da ein bestimmter Klang rauskommt, wenn die Taste stimmt. Mhm. Und dann lacht die vor Freude. Daran kann ich mich selber noch erinnern. Ja, Wahnsinn. Aber wie gesagt, meine Eltern haben das als eine Art Wille erfasst zum Klavierspielen und ab da begann meine professionelle Laufbahn. Ja. Und in dieser Spezialmusikschule, war das sehr strukturiert? War das ein richtiger Klassenunterricht dann oder wie kann man sich das vorstellen? Zum Teil schon. Also für die normalen Fächer war das schon normaler Gruppenunterricht, also eine Klasse halt. Aber für Musik speziell, da war immer individueller Unterricht angesagt. 1 Stunde pro Woche, auch schon mit 4 Jahren war das schon normal damals. Plus bekam man ganz viele Nebenfächer wie Solfège, Gehörbildung und so schon gleich, Musikallgemeinbildung. Also da musste man gleich schon sozusagen ernsthaft ran, alles was Musik anging. Ja. Die Entscheidung für 2 Instrumente, wie kam das? Also welches Instrument ist dein erstes Instrument oder gibt es das gar nicht? Doch, also das war Klavier. Ja. Im Prinzip das resultiert aus den Umständen. Und Cello war eigentlich ein Zufall. Also meine ältere Schwester, die spielte schon bereits Cello und Klavier, aber bei ihr hieß es auch, dass sie sehr musikalisch war und sehr viel Lust dazu hatte, es zu machen. Und bei mir war das eher die Lehrerin von ihr. Die sah mich einmal, ich kam einfach mal mit zum Unterricht und sie meinte, ach, es gibt noch eine jüngere Schwester, will sie vielleicht was ausprobieren? Und ich fand es auch einfach mal lustig. Mhm. Und es ging dermaßen gut, dass meine Eltern sagten, naja, okay, mach das zweite Instrument, also Cello in dem Fall, solange du es irgendwie packst mit dem Rest der Sachen, dass es noch klappt. Und wenn es nicht mehr klappt, dann hacken wir ab. Mhm. Aber es hat bis jetzt gedauert. Also scheint zu funktionieren. Ja, ich denke auch. Wir werden gleich noch was hören. Das heißt, dann mit 16 bist du dann nach Deutschland. Ne? Du hast ein Stipendium, glaube ich, bekommen. Ne? Richtig. War das der Auslöser, nach hier zu gehen, das Studium? Nein. Oder war das einfach von deinen Eltern aus? Das war von meiner Familie aus. Also wir sind emigriert. Es war auch zum Teil wegen meiner Schwester, die studierte bereits in Deutschland. Und sie wollte hier auch zum weiteren Studieren und möglicherweise arbeiten bleiben. Für meine Eltern ergab sich auch eine Möglichkeit. Und sie haben auch gedacht, dass es für mich gar nicht so dumm wäre, sage ich mal so, in Europa eine Ausbildung zu folgen. Ja. Und das war eigentlich der Auslöser. Ja. Also der Rest war die Folge. Wir mussten auch überlegen, zu welcher Hochschule man überhaupt geht. Und wir waren damals in Düsseldorf gelandet. Also meine Eltern wohnen nach wie vor in Düsseldorf. Aber wir hatten sehr gute Sachen über die Kölner Musikhochschule gehört. Und das war so ein bisschen das Ziel. Und dort bin ich auch im Endeffekt auch gelandet. Ja, das heißt, du hast da Cello studiert zunächst mal. Klavier auch, gleich direkt parallel eigentlich. Nur halt offiziell habe ich mit dem Klavier etwas später angefangen, hatte mit persönlichen Sachen bei meinen Professoren zu tun eigentlich. Im Grunde hatte ich professionell direkt auf demselben Niveau gleich Unterricht in beiden Instrumenten. Ja.
Und was ist der Grund, dann nochmal woanders Cello zu studieren? Halt, um vielleicht nochmal einen anderen Lehrer zu bekommen? Ja, oder? Vor allem. Ja. Also ich fühlte mich ein bisschen eingeengt, ja, durch die Lernmethode. Die war zwar gut, aber nicht ausreichend, um, sage ich mal, so 5 Jahre lang immer dasselbe zu machen. Man musste irgendwann mal ein bisschen Schlussstrich ziehen unter bestimmter Sache und was Neues anfangen. Mhm. Also ich merke, dass es schon sehr wichtig ist für die Entwicklung, dass man vorwärts kommt. Jetzt zum Thema Klangformung an beiden Instrumenten. Also ich habe mich gefragt, beeinflusst zum Beispiel das Cello die Klangformung am Klavier und auch umgekehrt? Ja, ich glaube nicht, was das, das Fingergefühl angeht, vielleicht nicht, aber was das Gehör angeht, sehr. Ja. Weil man lernt das auch sehr, zum Beispiel in der Kammermusik merkt man das. Wenn man nur ein Instrument spielt, ist egal welches, berücksichtigt man automatisch ein zweites oder drittes Instrument viel weniger, als wenn man selber beide beherrscht. Dann ist man ein bisschen mehr informiert über die schwachen Stellen von einem Instrument, überhaupt, dass dann noch jemand anderer da ist, sozusagen. Das macht schon einen großen Einfluss. Ja. Der Klang wird dann meistens angepasst, zum Beispiel für einen Streicher, der auch Klavier beherrscht, ist es deutlich, dass man sehr viel deutlicher und definierter spielen muss, wenn man mit einem anderen spielen möchte, dass es diese Vorteile vom Klavier eben sind. Und für einen Pianisten ist es deutlich, dass man, sage ich mal so, nicht so draufhauen darf, weil das dann die anderen Instrumente leicht überdeckt, den Klang. Also das sind so die ersten Sachen, die mir so einfallen, die so anders sind. Und eine technische Hürde ist das nicht? Das heißt, wenn die Handhaltung anders ist beim Cello und das beeinflusst nicht das Spiel am Klavier. Kann man da umswitchen? Schwer zu sagen. Also ich glaube, also umswitchen ist kein Problem, wenn man beides gelernt hat. Es ist, wie gesagt, das ist eher ein Schalter im Kopf, der umgelegt wird. Das hat wenig mit den Fingern selbst zu tun. Ich denke, das ist das eher. Also es ist bei jedem auch sehr individuell. Bei mir merke ich nicht so viel Einfluss qua Technik. Vom Gehör und vom Umschalten im Kopf wohl sehr viel aber. Und die Körperhaltung am Klavier ist anders als beim Cello? Ein wenig vielleicht. Gut, bei beiden Instrumenten sitzt man eigentlich relativ stabil und man muss im bestimmten Sinne sehr locker bleiben. Also man darf sich nirgendwo verspannen bei beiden Instrumenten. Das ist das, was allgemein übereinkommt. Der Rest ist schon ein wenig unterschiedlich, muss ich schon sagen. Spannend. Du hast ja dein Cello dabei. Ja. Wir hören noch irgendwie mal was live, ne? Ja. Hast du Lust? Ja. Was können wir hören? Vielleicht mal einen kurzen Teil aus einer Suite von Bach. Die erste Suite, nehmen wir mal die bekannteste gleich und das bekannteste Stück daraus. Brüllt. Du hast gerade alle Suiten aufgenommen, ne? Ja, ich habe eine Live-Aufnahme von allen 6 Suiten gemacht. Also Uncut. Uncut, genau, überhaupt ohne Schnitte. Ja. Das heißt, jedes Stück so lang wiederholen, bis es wirklich gut klingt und nach Wunsch ist. War eine Riesenarbeit, aber ich bin jetzt zufrieden. Naja, ich spiele mal eben kurz an. Cool. Gucken wir mal, bis wir so weit kommen. Gestimmt ist auch noch. Ja. So wäre zum Beispiel der erste Teil, denn es geht noch länger weiter. Das ist ein sehr typisches Beispiel für die barocke Cello-Musik und für die alte Musik generell. Herrlich. Ich möchte mal kurz auf das Thema Interpretation eingehen. Es gibt ja sehr viele virtuose Interpretationen von Werken berühmter Komponisten und auch bekannter oder auch nicht bekannter Komponisten. Ja. Wie ist so diese Gewichtung Virtuosität und Ausdruck? Sehr schwierige und problembeladene Frage sozusagen, heutzutage vor allem. Mal damit anzufangen, es gibt im Moment eine Unmenge von Menschen, die generell spielen. Darunter auch eine Unmenge von Menschen, die technisch gesehen von gut bis sehr gut sind. Das muss man wirklich einräumen. Die Musikalität als solche ist jetzt eine schwierige Frage, weil es keine Kriterien dafür gibt. Es ist halt nur ein bisschen so, gefällt es mir nicht. Ja. Und da bleibt noch die Frage, wer beurteilt das? Denn die Geschmäcker sind auch sehr unterschiedlich.
Also generell ist es im Moment so, mit Virtuosität kommt man 100% weiter, mit Musikalität ist es eher ein bisschen zweifelhaft. Also Virtuosität ist eine Garantie, sag ich mal so, Musikalität weniger. Das heißt, wenn ich ein Stück nageln kann wie eine Nähmaschine, hast du mehr Chancen. Habe ich mehr Chancen, als wenn ich die Tränen raushole beim Publikum. Ganz genau, ja. Dann das ist auch nachweisbar sozusagen. Du hast alle Noten gespielt, das Tempo stimmte oder war sogar zweimal so schnell, als es eigentlich war. Also bist du auch ein guter Techniker sozusagen. Ja, von daher ist es nachweisbar gut. Ich meine, im Optimalfall hat man beide Qualitäten. Ne? Man kann virtuos spielen. Ja, es hat sich ein bisschen, ich glaube, bei der Klassik hat es sich ein bisschen sonderbar entwickelt. Also ich meine, die Sachen, die komponiert sind, die liegen schon 2, 3, 4 Jahrhunderte zurück. Mhm. Damals waren die Standards sowieso ganz anders für die Technik und für die Musikalität wahrscheinlich auch. Können wir jetzt nicht so genau sagen. Mittlerweile hat die technische Entwicklung sozusagen, das Spielen, die Technik des Spielens eine enorme Entwicklung durchgemacht. Und die Musikalität ist ein bisschen, meiner Meinung nach, auf der Strecke geblieben. Die kam nicht so schnell mit. Ja. Beziehungsweise die Frage, musste sie denn gleich mitkommen? Wie kann man das definieren? Auf jeden Fall, irgendwo ist ein kleiner Moment irgendwie überschlagen. Mhm. Also insbesondere im 20. Jahrhundert entstand eine Unmenge von Virtuosen eigentlich, die auch ohne übertriebene Musikalität auskam. Mhm. Und die hatten wirklich auch viel Aufmerksamkeit verdient, zu Recht auch. Das war was ganz Neues, was ganz Besonderes. Das ist enorm schnell, sehr sauber, so problemlos, wirklich wie so ein Computer spielen konnte. Mhm. Das war neu. Aber das hat sich so gut etabliert, dass das jetzt so die führende Bewegung ist im Moment in der Klassik. Betrifft das denn beide Instrumente, also sowohl das Klavier als auch das Cello? Oder ist durchaus, es, ja. Also beim Cello boomt es gerade, es kommen immer mehr Leute, die das eben beherrschen, dieses total fehlerlose, fehlerfreie, superschnelle, korrekte Spielen. Mhm. Das ist jetzt noch im Prozess, beim Piano hat es sich, glaube ich, schon, beim Klavier hat es sich schon etabliert. Ja. Also das ist schon seit einigen Jahrzehnten vielleicht so. Mhm. Also mit ein bisschen Verspätung beim Cello, aber durchaus, ja. Ja, Wahnsinn. Wenn man sich nicht so auskennt, dann ist man zunächst mal beeindruckt. Ne? Wenn man dann ein, zwei Aufnahmen von anderen Künstlern hört oder von älteren Künstlern, zum Beispiel, ich habe jetzt, du hast ja ein Beispiel von Schubert mitgebracht, das hat später mal, ich habe mal eine Horowitz-Aufnahme angehört und auch ein paar neue Aufnahmen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu hören, bestimmt. Da passiert emotional schon was ganz anderes. Ne? Ja, Horowitz ist in dem Sinne für mich auch eine wirkliche Größe, was das angeht. Ich war wirklich zutiefst beeindruckt von ein paar Aufnahmen, von Live-Aufnahmen, wo er schon richtig im Alter ist und etwas von Schubert spielt. Denn so gut hört man Schubert wirklich selten. Ja. Also das ist einer der Komponisten, der sehr schwierig zu spielen ist in der modernen Zeit, weil er wenig Fläche bietet für, sage ich mal, so virtuose, fürs virtuose Kunstturnen. Da kann man nicht so viel machen. Sonst ist die Musik verunstaltet. Ja. Deswegen ist er auch nicht so beliebt. Sag ich mal so, bei modernen Interpreten öfters werden seine Stücke überschlagen oder uminterpretiert. Mhm. Zum Thema Interpretation, ab welchem Zeitpunkt beim Studium eines Stückes sollte man dann an der Interpretation arbeiten? Sagen wir mal, wenn ich jetzt, ich bin so mittelmäßig fortgeschritten, gibt es da Regelmäßigkeiten? So, was sagst du dann Schülern im Unterricht? Gibt es erst eine technische Komponente oder? Ja, ganz gewiss. Also gut, beim Cello gibt es eine viel größere technische Stufe oder Vorstufe als beim Klavier. Da muss man sich um eine ganze Menge Bewegungen kümmern, bis sie funktionieren. Erst danach kann man zur Musik schreiten. Oder beziehungsweise man muss wirklich gut fortgeschritten sein. Beim Klavier geschieht es schneller. Kommt drauf an. Also wenn einer das Stück bereits irgendwie gehört hat und kennt, dann hat er schon so eine Art Interpretation. Dann hat er eine persönliche Beziehung zu diesem Stück. Und dann ist es der Rest nur die Technik so weit drehen, bis er es wirklich wiedergeben kann, was erfüllt. Wenn man aber das Stück gar nicht kennt und sich vielleicht nicht sehr gern damit befasst, was auch manchmal passiert, vor allem bei Schülern oder so, oder manchmal lernt man auch als professioneller Stücke, die man an sich vielleicht nicht lernen würde, je nachdem, Bestellung, Auftrag, ja, dann ist es eine Frage. Sobald die Technik sitzt, muss man dann anfangen, bei sich selber nach Inspiration zu suchen. Ja, zum Thema Inspiration, du hast das Impromptu von Schubert Opus 90 Nummer 4 mitgebracht. Nummer 4 oder Nummer 3? Ich denke, das ist die Nummer 3 ist eher. Das ist die Nummer 3, ne? Warum habe ich 4 hier stehen? 4 wäre auch gut, weil das ist anspielbar. Genau, dann hören wir Nummer 4 hören wir später nochmal live am Klavier und jetzt hören wir erstmal rein in Nummer 3. Viel Spaß damit.
Neben deinen Solotätigkeiten am Cello und am Klavier arbeitest du ja auch hier und da mal mit dem Orchester zusammen? Ja, schon ein paar Mal als Mitglied des Orchesters, sage ich mal so. Auch Düsseldorfer Symphoniker, hier in Aachen auch schon so mal. So kleine Aushilfen, genau, und längere Kontrakte oder Projekte. Ja. Ich muss sagen, das ist ein Nebenzweig meiner Tätigkeit. Ja. Das machte ich für mich völlig überraschend auf einmal. Das war, das ganz ehrlich zu sagen, pur finanziell bedingt. Ich habe mich irgendwann mal beworben für eine relativ gute Stelle. Es ging um ein Projekt mit ganz moderner Opera. Ja. Und da suchten sie einen Cello-Solisten, also einen, der ganz solo eine bestimmte Stimme einstudiert, die recht schwierig zu sein schien. Also deswegen suchten sie einen externen. Und ich habe mich damals beworben, das war in Gent bei der Flämischen Opera da. Und überraschenderweise wurde ich genommen. Mhm. Und so fing es an, da habe ich entdeckt, dass ich so auch, sage ich mal so, Geld verdienen kann. Mhm. Und ja, also nach einigen Projekten mit Orchestern habe ich festgestellt, dass es nicht ganz meine Sache ist im Endeffekt. Mhm. Das ist nämlich eher für Leute, die eine gewisse Einstellung besitzen. Welche? Ich denke, sie wollen vor allem einen festen Job haben. Ja. Gut, der ist nicht von 8 bis 5, aber immerhin, das ist ein fester Job, ganz garantierte Bezahlung und ein gewisser garantierter Status. Ja. Denn unter vielen Leuten, unter Laien vor allem oder unter bestimmten Professionellen, bist du wer, sag ich mal so, wenn du Mitglied deines Orchesters bist. Mhm. Na, das ist ein bisschen auch die Stellung. Und innerhalb des Orchesters gibt es auch ganz viele Sachen, Machtkämpfe, auch immer was. Auf jeden Fall ist es eine ganz bestimmte Welt. Mhm. Und Leute, die da rein wollen, haben noch eine ganz bestimmte Einstellung. Also einen ganz festen sozialen und finanziellen Status. Ja. Das ist also für Leute, die eher kreativ schaffend bleiben wollen, nicht die ganz korrekte Berufswahl, würde ich sagen. So. Auch wenn man Solist ist dann? Oder? Dann vor allem. Dann vor allem, okay. Weil dann kriegt man nicht nur mit reine professionellen Aspekten vom Beruf zu tun, sondern mit sehr, sehr, sehr vielen menschlichen Aspekten. Man muss das wie mit so einer Personalleitung vergleichen. Und da es erfordert sehr viel Arbeit außerhalb des wirklich beruflichen Fachs. Mhm. Und ja, gut, da muss jeder für sich sehen, ob das was ist. Das heißt, mit dem Dirigenten muss man auch gut können? Dann. Ja, man muss mit einem Kollegen gut können, man muss gut die Leitung geben können und dann auch die Konflikte schlichten können, falls die entstehen. Das ist im Grunde. Und auch irgendwie so ein bisschen manövrieren, dass man selber nicht in bestimmte Konflikte reinkommt. Immerhin ist es ein Team von manchmal 100 Leute. Ja. Das ist richtig schwierig. Also das ist wirklich eine ganz bestimmte Sache. Hat nicht direkt mit Musik zu tun, würde ich sagen. Nur zu 60%. Der Rest ist wirklich soziale Arbeit eigentlich hier. So. Ist das in der Kammermusik ähnlich dann? Oder ich meine, da hat man kleinere Besetzungen? Daher ist es schon einfacher. Ja. Dann braucht man nicht mit 20 Leuten zurechtzukommen, nur mit 2 oder 3. Aber wie gesagt, kommt drauf an. Ist auch ganz anderes Repertoire und andere Ansprüche. Ja. Kammermusik ist eine ganz andere Branche. Da kommt auch ein anderes Publikum zu hören, als bei zum Beispiel einem großen Orchester. Das merkt man. Das als Solist spielt man natürlich im Orchester immer auswendig. Ja, mit dem Orchester, Ich habe noch nie jemanden gesehen, der nach Noten gespielt hat. Das ist wahrscheinlich eher peinlich, ne? Nee, das haben wir dem Franz Liszt zu verdanken. Der hat es eingeführt. Und wenn du im Orchester drin sitzt, spielst du ja mehr oder weniger vom Blatt die Sachen. Ne? Also immer. Das ist verpflichtend. Denn nur so kann man garantieren, dass alle Menschen in derselben Gruppe genau dasselbe machen. Ja. Das ist der Sinn der Sache. Es geht nur nach Blatt, sozusagen. Und das Thema auswendig spielen, wie lernst du auswendig? Es kommt auf den Komponisten an. Ja. Also es gibt Komponisten, die extrem deutliche Struktur haben. Zum Beispiel, ich nehme mal was, Beethoven, Mozart, Klassik. Wenn man sich ein bisschen gut mit der Akkordenlehre auskennt, das ist schon eine große Hilfe. Da sagt man sich zum Beispiel, ja gut, das ist der Dreiklang, das ist die Umkehrung davon, aha, jetzt D-Dur, jetzt zum G-Dur. Also das sind so Bausteine, die man sehr gut herauskristallisieren kann und nach denen lernen kann. Ja, also das heißt, du machst eine harmonische Analyse der Stücke unterdessen schon auch. So ein bisschen, das hilft sehr beim Speichern. Mhm. Es gibt ein paar Komponisten, wo es nicht so leicht ist, zum Beispiel der Herr Bach, macht das uns sehr schwierig, mit seinen sehr klaren, aber enorm komplizierten Konstruktionen, weil da 1000 Sachen sich aufeinander stapeln, also das ist schon richtig schwierig. Harmonisch passiert ja auch sehr viel, ne? Also, sehr viel, also es gibt zwar, für jede Kleinigkeit gibt es bei ihm eine Struktur, aber das sind tausende Strukturen. Mhm. Deswegen ist man doch zum Teil darauf angewiesen, auch ein bisschen nach dem Motorischen zu lernen. Ja. Das ist teils. Also ich glaube, so komplett nach dem Kopf Bach zu lernen, ist fast nicht machbar. Ja, das heißt, man hat auch Bewegungsabläufe, die man dann einfach einstudiert, genau. Und die helfen dann auf die Sprünge, bis man wieder mit dem Kopf einschalten kann, weiter mit der Struktur gehen kann. Ja. Noch ein so schöner Herr ist Herr Rachmaninow. Ich wollte gerade nachfragen. Das heißt so, ich habe ein paar Noten, die ich noch nicht gespielt habe, aber ich habe mal versucht zu analysieren. Das ist, finde ich, doch etwas schwierig. Rachmaninow ist sehr schwierig, denn es ist sehr
sehr komplizierte spätromantische Musik. Also ja. Die harmonische Struktur ist enorm angereichert mit anderen Elementen, generell schon sehr kompliziert. Zweitens, meiner Meinung nach gibt es da keine wirklich sehr feste Struktur. Mhm. Also es ist im Grunde sehr viel spontan. Mhm. Und das macht es enorm schwierig zum Auswendiglernen. Mhm. Deswegen gibt es auch sehr viele Menschen, die ihn hervorragend gut spielen, die pomotorisch spielen. Weil das ist wirklich Frage von motorischem Lernen, ja. Zum sehr großen Teil, also extrem viel. Also ich würde sagen, für mich persönlich ist es ein sehr schwieriger Komponist. Denn ich lerne ungern motorisch und mein Kopf versagt irgendwann mal. Wenn da wirklich okay. So komplizierte Sachen kommen, dann ja, das heißt, das ist immer so. Wir fragen jetzt lieber nichts von Rachmaninow ab am Klavier. Ja, höchstens in Form von einer Aufnahme. Du hast dich aber mit Piazzolla auch beschäftigt, was ganz anderes. Da hast du eine größere Besetzung umarrangiert ja. Fürs Piano. Ne? Für Klavier, ja. Ja, vielleicht hören wir davon mal eine kleine, ja, sehr gerne. Kleine Sequenz. Ja, es gibt mal ein schönes Stück, Biuja. Auf argentinischem Platz, sage ich mal. Geht so. Geht das so mit dem Kabel, ja, oder sicher. Soll ich irgendwie? Tja. Ja, mal gucken. Boah, geht. Prima. Versuchen wir mal. Weiter. Das ist so eine typische argentinische, sehr schön. Schöne Musik. Cool. Biuja ist übrigens ein sehr plattes argentinisches Wort für Geld. Aha. Also es scheint ein sehr philosophisch gemeintes Stück zu sein. Okay. Denn was meint er mit diesem Geld? Also es ist richtig, hat bestimmt auch tragische Elemente, glaube ich. Dann klingt auch ein bisschen danach, ne? So. Ja, er war ein sehr, glaube ich, sozial und überhaupt auch so ein philosophisch engagierter Mensch, ja. Piazzolla, soweit nach seiner so Biografie zu beurteilen. Er befasste sich auch sehr mit diesen Momenten, die du ansprichst. Ja. Interpretation und Wert der Musik überhaupt. Ja. Also das war für ihn auch ein Thema. Welche Besetzung hat dieses Stück ursprünglich? Quintetto. Das bedeutet, ja. Er selbst am Bandoneon, einer am Klavier, einer an der Gitarre, eine Geige und noch ein Kontrabass, Jazz-Kontrabass, ja. Wohlgemerkt. Das da gibt es tolle Videos von, ne, wo er in der Mitte sitzt und alle anderen sitzen an den fünf Bühnenecken, ne, und keiner sieht, also er hat zu Augen, also er hat die Augen zu und alle sehen sich quasi nicht so, und die machen so wunderbare Musik zusammen. Ja, ich muss sagen, seine Aufnahmen sind wirklich die besten. Ja. Ich habe mir vieles angehört von seinen Stücken und es wird nie übertroffen. Also seine echten Aufnahmen von seinem Quintett und wo er selber mitspielt, das ist wirklich super. Ja. Wahnsinn. Sehr spannend. Jetzt habe ich das Thema Wettbewerb hier liegen. Ja. Auf der Agenda. Du hast ja ziemlich viele Wettbewerbe gemacht in sehr jungen Jahren. Ja. Na, also und hast nicht nur teilgenommen, sondern auch etliche Preise gewonnen. Stimmt auch, ja. Ja, kann man ruhig so sagen. Ne? Das ist schon
einiges mit nach Hause genommen. Ja. Was hat dich dazu bewogen, erstmal diesen Schritt zu gehen? Zum Teil, dass es, sage ich mal so, sehr gebräuchlich ist. Mhm. Vor allem, wenn man junger Studierender ist oder junger Künstler, der so am Anfang ja. der professionellen Karriere der Laufbahn steht, ist das eigentlich sehr gewöhnlich. Als Training auch vor allem. Ja. Gut, beim Gewinn von bestimmten Preisen, bestimmten Wettbewerben, es existiert schon eine Hierarchie von Wettbewerben, sage ich mal so, kann man mit weiteren ja, Karriereschritten rechnen. Mhm. Ist aber nicht immer so. Im Allgemeinen ist ein Wettbewerb gut dazu, um eigenes Nervensystem mal unter die Prüfung zu stellen. Das ist sehr effektiv. Zweitens ist es sehr gut zum Vorspielen. Das mhm. ist nämlich ein ziemlicher Stress. Wenn man das unter diesem Stress, sage ich mal so, spielen kann, dann hat man wirklich bestimmte Fertigkeiten sehr gut im Griff. Und drittens, als angenehme Überraschung kann man manchmal wirklich was gewinnen mhm. und sogar, ja gut, einen Stapel Papier, Preispapiere nach Hause nehmen und sehr selten Geld. Also ganz so materialistisch. Es gibt ja auch Leute, die eine psychische Störung mit nach Hause nehmen, also die so ein bisschen, ja, die vielleicht geknickt sind oder vielleicht im weitesten Sinne auch nicht mehr spielen können nach so Wettbewerben, gibt es ja auch. Ne? So, also wie ganz siehst sicher. Du das so? Dass so die einfach die Stärke nicht haben. Ich denke, das ist ein bisschen die Einstellung und so ein Knick, der kommt nicht wegen dem Wettbewerb. Der existiert okay. schon ja. bereits. Und ja. Wettbewerb ist einfach nur Anlass, wo es sich offenbart, dass okay. einer, sage ich mal so, irgendwo eine Einstellung hat. Gut, es gibt sicher Leute, die überhaupt nicht in Öffentlichkeit auftreten können. Die gibt es bestimmt. Ich mhm. denke aber, dass die Anzahl von Leuten, die es wirklich nicht können, sehr gering ist. Ja. Es im Grunde nur an einer Einstellung liegt, dass jeder, der im Saal sitzt, mit großer Spannung nach Fehlern fischt, sag ich mal so. Wenn man die Einstellung hat, dann gut, dann erscheint jeder wie so ein böser Wolf. Ja. Wobei ich sagen muss, während des Wettbewerbs vor allem kann man damit rechnen, dass die Hälfte der Jury überhaupt nicht mit dem Spielen beschäftigt ist. Man hört die blättern oder Wasser trinken oder Smartphone schon was besprechen. An- und ausmachen. Genau, zu meiner Zeit damals gab es noch nicht so viele Smartphones, ja. aber wie auch immer, im Grunde war das das. Ja. Also das war dumm anzunehmen, dass sich jeder wirklich enorm mit einem beschäftigt. Und während des Konzerts ist es auch so, Leute, die wirklich Interesse haben, hören meistens sehr positiv und ja. offen zu. Sie sind an der musikalischen Botschaft interessiert. Und diejenigen, die wirklich nach Fehlern fischen, das ist eine Minderheit und das sind auch schon ganz sonderbare Leute. Ich würd sagen, deren Meinung ist auch nicht viel wert. Mhm. Die kommen nicht wegen der Musik mhm. ins Konzert oder zum Wettbewerb. Ich meine, ja. sind ja die Runden auch offen. Für die Publik. Und du würdest auch sagen, Lampenfieber kann man da gut abbauen? Dann. Sicher. Also ich hatte selber sehr viel damit zu kämpfen, bis zu meinem ungefähr 13., 14. Lebensjahr. Lag an meiner Methode zum Lernen. Ich lernte damals motorisch vor allem, wie die meisten um mich herum auch. Bloß für mich ist diese Methode sehr negativ. Also wenn ich einfach pur motorisch was lerne, besteht die Chance sehr, dass ich auf der Bühne mal rauskomme und dann nicht wieder reinkomme. Mhm. Da kommt dann natürlich die Tatsache hinzu, ja die Zeit läuft, du musst jetzt irgendwie weiterkommen, weiterspielen. Und dann entsteht schon natürlich Stresssituation. Mhm. Und als ich das irgendwie verstand, was der Grund ist, habe ich meine Lernmethode komplett umgestellt, fing ich an, wirklich mit Strukturen zu lernen. Ja. Und wie gerade fragt, wie ich auswendig lerne, so fing ich auch an, im Grunde überhaupt zu lernen. Und mhm. seit dem Moment hatte ich immer ganz klaren Plan im Kopf. Auch wenn mal irgendwo so ein Aussetzer kam, konnte ich mich wieder sehr schnell fangen. Mhm. Denn ich wusste, okay, so ein Element müssen wir jetzt überschlagen, ist da irgendwas schiefgegangen, nicht schlimm, springen wir direkt zum nächsten. Mhm. Also das war in dem Sinne eine Erlösung, denn der Stress war seit dem Moment vorbei. Das heißt nicht mehr Note für Note, Fingersätze drüber und einstudieren, sondern wirklich das Komplettverständnis einer Komposition. Ja, dann. Dass man wirklich so einen ja. Bauplan hat, dass ja. auch wenn mal so ein Ziegelstein rausfällt, dass nicht das ganze Haus einstürzt mhm. dadurch. Ja. Das gut, ist an sich ein guter Tipp für Schüler, ne? Ja, wenn sie zuhören möchten, ja. ja. dein Repertoire ist ja auf beiden Instrumenten sehr groß und vielseitig. Gibt es auch Musik, die du jenseits der Klassik, also Klassik ist ja nun so ein Allgemeinbegriff, aber du hast ja sehr vielseitig Musik, aber so ganz andere Musikrichtungen, Stilistiken. Ganz sicher. Also ich muss sagen, bis vor kurzem hatte ich mich nicht so oft damit befasst. Ich bin ein großer Liebhaber von Popmusik, wenn man das so nennen mhm. kann. Ich habe nicht wirklich bestimmte Vorlieben, ich höre so ungefähr alles. Ich bin so ein Allesesser in dem Sinne, aber ich fische mir so Sachen raus, die mir irgendwie gefallen. Ja. Und seit einiger Zeit habe ich mich angefangen mit Frank Zappa zu beschäftigen. Mhm. Und durch ihn kam ich auf weitere Sachen. Zum Beispiel mein letztes Interesse ist Captain Beefheart mit mhm. seinen Sachen dann. Also ich finde bestimmte Nummern von ihm super interessant. Also es spricht mich total an, auch die Art wie.
In dem Sinne, ich mache auch Covers von diesen Sachen. Ja. Von Zappa auch und von Captain Beefheart auch. Ich finde das auch lustig, nicht auf dem Klavier zu machen, was ich geradezu anbiete, sondern auch ein bisschen das Cello mit einzubeziehen, was nicht mehr so ganz selbstverständlich ist. Mhm. Denn dieses Instrument hat den Schritt, glaube ich, noch nie so richtig gewagt in diese Musik. Popmusik schon, aber es sind so simplere Sachen. Ja. Du hast uns ja von Zappa was mitgebracht, ne? Ja. Was hören wir denn da jetzt? Treacherous Cretans, das ist auch ein sehr, sehr bekanntes Lied. Ja. Auch sehr schwer sozialkritisch beladen, ja. Vermute ich mal. Soweit er so überhaupt war, der Zappa, das war generell seine Richtung. Der war sehr große Person der Gesellschaft, außer seiner musikalischen Tätigkeit. Ja. Also ich war sehr engagiert, ne? Und sehr kritischer Typ. Und bissiger Typ auch. Ja, auf jeden Fall, der konnte seine Gedanken noch extrem gut formulieren. Ja. Also der hatte einige Prozesse gewonnen ohne Anwalt, das habe ich gehört. Und das waren wirklich komplizierte Sachen, worum es ging in Amerika. Ja. Also er konnte es erstaunlich gut formulieren, seine Gedanken. Die erste Aufnahme war live 79, habe ich jetzt mal recherchiert. Und 81 ist der Song dann auf einer Platte erstmalig rausgekommen. Richtig, also es gibt auch unzählige Versionen. Der spielte nämlich bei jedem Konzert eine etwas andere Version. Ja, ja. Das ist das Interessante an ihm. Es war auch sehr unterschiedlich qua Länge oder musikalischem Material, was da reinkam. Ja. Das war immer jedes Mal anders. Dann hören wir jetzt mal die Nummer rein und viel Spaß. Ich hatte die total vom Bildschirm, also ich hab die auch mal irgendwann gehört, aber wir haben uns dann irgendwann mit einer späteren Musik beschäftigt, mit der Band so, ja. Und die war komplett verschwunden. Das ist ein super Ding eigentlich. Ja, es macht Spaß. Zappa ist schon ein cooler Typ, ne? Ja, kann ich wirklich sagen, ja. Ja, du hast ja einiges erlebt in deinem Leben, schon noch nicht ganz so alt. Ja, es geht noch. Und hast schon einige Erfolge feiern können. Wie definierst du Erfolg? Ja, für mich jetzt persönlich meinst du oder generell? Genau. Für mich persönlich. Ja, ich wäre schon froh, wenn ich mit dem, was ich mache, sehr viele Menschen erreichen kann. Mhm. So viel wie möglich. Mhm. Dass es sozusagen darum geht, dass einer wählen kann, ob er das hören will, was ich mache oder nicht. Und dass es nicht daran liegt, man weiß nicht, dass es mich gibt. Mhm. Also Erfolg ist für mich, wenn sehr viele Leute die Wahl haben, ob sie meine Musik hören möchten oder nicht. Mhm. Da würde ich sagen, ich habe es erreicht. Mhm. Und dass ich mich sozusagen mein Leben lang damit befassen kann, was ich wirklich interessant finde. Mhm. Das ist für mich auch ein Teil des Erfolgs, dass ich nicht gezwungen bin, die ganze Zeit etwas zu machen, was mir nicht wirklich was bringt. Ja. So, sozusagen. So ganz simpel in dem Sinne. Ja, kann man relativ gut auf den Punkt bringen. Ne? Du bist ja jemand, der nicht in diese Klassikmaschinerie reingestampft ist, ne? Nach all diesen Wettbewerben, also nach den Erfolgen bei Wettbewerben und nein, nicht wirklich. Du bist jetzt nicht auf den Zug aufgesprungen, 50 CDs zu machen mit Sachen, die es schon 100 Mal gibt. Es gibt auch ein bisschen so persönliche Aspekte. Erstens liegt mir das nicht so, dass diese Art Erfolg hat ja viel mit gewissen menschlichen Beziehungen zu tun, die sehr kompliziert und nicht immer, wie soll ich sagen, sehr positiv beurteilen sind. Mhm. Da läuft sehr viel ein bisschen krumm, sage ich mal so. Wenn man diese Maschinerie, wenn man da mitmachen möchte, muss man auch wirklich mitmachen. Mhm. Und das bedeutet ziemlich viel.
Und für mich wäre das nicht denkbar. Mhm. Deswegen nehme ich lieber das Risiko, einen eigenen Weg zu folgen, vorbei an offiziellen Quellen von Erfolg, sage ich mal so. Na, und hoffen, dass es dann doch noch klappt. Ja. Sag ich mal so. Ja, spannend auf jeden Fall, ne? Spannend. Was sind Wünsche für die Zukunft, Pläne? Zukunftspläne, ja, noch mehr Konzerte, so viel wie möglich. Ja. Ich habe sehr viel jetzt am Start, sage ich mal so, von Projekten, was ich mache, und ich möchte es gerne zum Gehör bringen. Mhm. Das ist ja mehr nicht. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Ja. Super. Ja, du hast ja auch eine CD gemacht, da hören wir jetzt nochmal rein am Ende, die ein bisschen kommerzieller ist, also ja, vorsichtig ist ausgedrückt. Da sind ja tolle Nummern drauf. Ja, das ist ein Auftrag von jemandem gewesen. Also ja. Die Wahl der Stücke lag nicht bei mir, das hat einer bestimmt. Und wie gesagt, das meiste ist wirklich sehr kommerziell. Ich muss sagen, die ganzen Arrangements sind von mir. Mhm. Ich habe das Ganze komplett selbst arrangiert. Ja. Und zum Beispiel wie Once Upon a Time in America, das habe ich vom Gehör einfach aufgeschrieben, von einer bekannten Aufnahme mit Yo-Yo Ma genommen und irgendwas Symphonica, was mir gegeben wurde als Vorlage sozusagen. Mhm. Und ich habe ein anderes Arrangement draus gemacht. Von daher doch kreative Arbeit, aber ja gut, die Nummern sind schon sehr kommerziell, das stimmt. Das war ein Privatauftrag, oder? Ja, das ist eine Art Studio, also die, ja, sie machen einfach CDs und sie verkaufen sie dann. Mhm. Das ist eine Art Produzentenstudio. Ah, ja. Und sie sind zufällig auf mich gekommen, wegen was ganz anderem, und dann dachten sie, dass vielleicht eine interessante Kombination wäre, denn meistens machen sie weniger klassische Sachen und dann dachten sie, ja, das wäre auch ein Projekt. Ja. Naja, ist damals gut gelungen. Ja, schön. Auf der Platte hast du ja sowohl Klavier als auch Cello dann eingespielt. Ja, ne? Genau. Teils solo, teilweise auch zusammengeführt. Unter anderem bei Liber Tango. Ja, das ist hören wir jetzt mal. Von wem ist das? Von Piazzolla wieder mal. Ach, ist wieder mal von Piazzolla. Das ist doch schön. Ja, Lisa, wir sind am Ende der Sendung schon angekommen. Ja, super. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Großen Spaß. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deine Musik. Vielen Dank. Für deine Auftritte. Hoffentlich kommen tonnenweise Auftritte rein. Ja, das wäre super. Ja, wer Lust hat, hört einfach mal rein in die Musik und dann auf bald, ne? Tschüss. Alles Schöne hat mal ein Ende, so auch die heutige Episode. Aber du kannst ja wiederkommen. Auf www.thomasbernd.com, Thomas mit TH und Bernd mit DT, hören und erleben wir uns wieder. Wenn du noch Anregungen hast, schreib mir gerne eine Mail oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Danke, dass du heute mit dabei warst. Bleib gesund, dein Thomas Bernd. Tschüss.